Hallo. Phrygische Choräle gelten als schwer zu harmonisieren. Das liegt daran, dass wir keine Dominante haben. E-phrygisch hat weder Dis noch Fis und deswegen müssen wir andere Wege gehen. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, dass eigentlich alles erlaubt ist, was stimmführungstechnisch möglich ist. Trotzdem ist es sinnvoll, sich typische Versionen zurechtzulegen und wie Vokabeln erstmal zu lernen. Und da bringe ich zunächst einen Satz von Schütz aus dem Beckerschen Psalter. Zu aus tiefer Not schreie ich zu dir. 299 im EG, 277 im Gotteslob. Jetzt kommt die Wiederholung. Dann kommen zwei Zeilen, die nicht phrygisch sind. Hier können wir einfach E-Dur, A-Moll nehmen und D-Dur, G-Dur. Deswegen kümmern wir uns um die nicht, sondern wieder um die Schlusszeile. Und daraus können wir jetzt die ersten Vokabeln entnehmen für Ganzton aufwärts. Der phrygische Halbschluss, Moll, Dur, der letzte ist so gut wie immer Dur. In der engen Lage wäre es hier eine Verdopplung dieses Tones. Und für Halbton abwärts, 7-1. Grundstellung, ist kein Problem. Wir können auch plagal. Da zeige ich jetzt gleich noch verschiedene Sätze, aber mit diesem macht man nichts falsch. Es ist aber ein Halbschluss. Der ist nicht vollkommen genug für das Ende eines Liedes. Deswegen jetzt noch der phrygische Finalschluss. Wir haben also zwei Harmonien unter dem Schlusston und es ist ein doppelt plagaler Schritt, zwei Quarten abwärts. D-Moll und jetzt A-Moll oft auch mit Quartvorhalt, damit die Spannung bis zum Schluss bleibt. Wem das reicht, der kann jetzt ausmachen und phrygische Choräle spielen. Wer noch ein bisschen mitkriegen möchte, was die anderen Komponisten noch alles so auf Lager haben oder auch Schütz in anderen Sätzen, der bleibt einfach dabei. Jetzt kommt gleich nochmal ein anderer Schütz-Satz aus der gleichen Sammlung, auch von 1628. Da beginnt er jetzt mit Moll statt mit Dur. Bringt einen schwachen Schluss, 2-1 in die Terzlage. Den kennen wir. Schlusszeile. Aber ein bisschen anders figuriert. Jetzt gehen wir mal zu Hassler. 1608 hat er die Kirchengesänge veröffentlicht. Auch er beginnt erst in Moll. Hat man gemerkt, wie er raffiniert Quintparallelen beim Zeilenübergang vermeidet. Er kommt in E-Dur an und möchte jetzt eigentlich so weitermachen. Das gäbe aber Quintparallelen zwischen Alt und Bass. Deswegen pausiert der Alt und hier stört kein mehr, dass das eigentlich Quintparallelen sind. Können wir uns merken für Notfälle. Die Schlusszeile ist rhythmisch etwas anderes bei Hassler. Bei Schein finden wir einen schönen Satz im Kantional. Plagal, aber mit Durchgangsnote, die sehr auffällig ist. Plagal wieder und das Ende des Liedes.
Satz für die Gemeindebegleitung verwenden wollen, führen das obligat aus, dann stört die Stimmkreuzung nicht weiter. Jetzt finden wir drei interessante Sätze bei Praetorius in Musaesionie. Drei hintereinander, die sehr unterschiedlich sind. Den ersten beginnt er in Dur, dann mit Quarz-Sext-Akkord. Da bringt er den phrygischen Halbschluss nach Moll, was man selten findet. Dadurch auch dieser Sprung im Alt, der sonst nicht geht. Eigentlich spielt er D-Moll und jetzt auf dem E erst A-Moll und dann E-Dur. Und das A-Moll hält er mit einem Non-Vorhalt noch etwas vor, dann verwischt dieser Quart-Sechst-Akkord. Und es entsteht so eine Vorhaltsbildung, die sich nach und nach auflöst. Im zweiten Satz beginnt er ohne Terz, im leeren Quintklang. Eigentlich spielt er D-Moll-Sechst-Akkord E-Dur, also einen phrygischen Halbschluss in die Quintlage. Und den empfehle ich nie, weil ich immer gegen diese Quinten nicht ankomme. Aber er geht kurz zum C, dann entsteht F-Dur und keiner beschwert sich über diese Akzentquinten. Raffiniert, sollte man aber vielleicht nicht so oft bringen. Hier wollte er eigentlich so schreiben, C-Dur, A-Moll, aber Oktavparallelen verwendet Praetorius nicht. Deswegen lässt er den Tenor ein bisschen später die gleiche Wendung wie den Bass vollziehen, nutzt aber das A als Vorhalt und dann hört man das ganz anders als verschobene Oktavparallelen. Den dritten Satz beginnt er in E-Moll. Nach Moll. Da ist der Cantus Firmus verschoben. Auch am Ende ist er durchaus interessant. Da ist Praetorius schon ziemlich modern, also Richtung Spätbarock. Hier Dur-Sechst-Akkord kommt gar nicht so oft vor. Das ist noch alles normal. Und jetzt eine betonte Durchgangsnote im Bass. Die finden wir bei Bach viel, vorher sehr selten. Es geht weiter mit Scheidt. Das ist ein ganz spezieller Komponist. In seinem Görlitzer Tabulaturbuch hat er sehr exotische Sätze notiert. Bestimmt nicht so, wie das alle seine Zeitgenossen gespielt haben, sondern was ihm so durch den Kopf ging. Und das ist wirklich interessant. Er beginnt noch ziemlich harmlos. Das ist schon mal ungewöhnlich mit dieser Septime. Auch viele Achtel und viele Pausen, deswegen wäre das zu viel für einen Gemeindegesang. Und Scheidt nutzt die Wiederholung für eine Variante. Die alten Meister hatten immer ein Wiederholungszeichen. Er bringt etwas Neues. Mit viel Chromatik. Und wieder die Septime auf diesem Schlusston. Extrem aufregend, was er hier alles so zu bieten hat. Wir gehen einen Schritt weiter in Spätbarock zu Bach. Bach hat in der Kantate aus tiefer Not, schrei ich zu dir,
ein Schlusschoral geschrieben und vorher ist eine Arie in D-Moll. Jetzt nutzt er das D als Brücke und steigt gleich im Sekundakkord ein. Hier sehr durig mit viel Fis. Ganz traditionell. Und am Ende Wendung mit einem Durchgangsquartsextakkord. Jetzt denkt man, kommt die Doppeldominante. Es ist die Dominante zu A-Moll als Subdominante, weil wir ja in Phrygisch E enden. Ich habe mal ein paar phrygische Schlüsse bei Bach zusammengestellt. Hier im Lied, der erste, den hatte er jetzt so harmonisiert. Wir finden überwiegend Schlüsse in die Oktavlage. Das ist also der relativ traditionelle. Der ist schon ein bisschen exotischer, weil hier der Basston verdoppelt ist, was wir sonst nicht machen, und er springt einen Tritonus mit dem Tenor. Oder er geht in die Terzlage, Dur-Variante. Dann kommt der Schluss, den er im kompletten Satz einfach nur 6, 7, 1 von den Stufen her harmonisiert hat. Jetzt geht er oft auch in die Quintlage. Doppelt plagal, verwendet also auch ein B in einem E-phrygischen Lied. Oder Zwischendominante zum vorletzten. Oder Zwischendominante und jetzt noch dominantische Wechselnote. Dadurch haben wir ja wieder so einen Zwitterakkord zwischen Subdominante und Dominante. Oder ganz raffiniert auch, das ist jetzt auch wieder ein DV. Dominant-Septnon-Akkord mit diesem Querstand und Chromatik G-Gis oder betonte Durchgangsnote. Eigentlich ist es nur G-Moll, A-Dur, aber erst Sechstakkord, betonte Durchgangsnote, um in diesen Septakkord nicht so massiv einzusteigen. Gibt noch eine Variante in Dur-Terzlage. Und ein Finalschluss noch mit Septime wieder. Und jetzt bringe ich noch ein Beispiel von Mendelssohn und eins von Reger. Das von Mendelssohn ist besonders spannend. Er fängt ganz traditionell an. Das F, das Phrygische, und bringt ein E-Moll-Schluss, auch am Ende. Mit Septime ganz in seinem Stil. Ja, können wir natürlich nicht machen, wenn die Gemeinde singt. Reger hat in 135a einen ziemlich traditionellen Satz. Es kommen fast keine Vorzeichen vor. Schlusszeile. Im Skript, das man sich runterladen kann, habe ich alle phrygischen Lieder aus dem EG und aus dem Gotteslob zusammengestellt. Und da kann man jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen das anwenden auf die anderen Lieder, und dafür wünsche ich viel Spaß und Erfolg.